Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge 221 von Astronia. Ja, wir sind hier in einem Sektor. Ich hatte letztes Mal dann überlegt, was hier so Sache ist und hatte den Thomas Steele hat dann geantwortet. Ich hatte jetzt nicht gefragt, aber der hatte mir gesagt, das hat hier mit den Eremiten zu tun. Und wenn wir jetzt mal in unsere Mails gehen, dann finden wir hier bei den Hachi die Eremiten-Einsiedler, obwohl ein könnte das gleiche sein, ne? Weiß ich jetzt nicht. Und da geht es um 174, 142, minus 142. Das heißt, wir müssten dann mal gucken, 100 minus 142, das muss also hier sein, 46 Asteroiden. Ist das diese Stelle? Lass mal nochmal, hier kann man nicht die aufrufen. Wo war die Mail? 174, 142. 174, 142. Dann würde ich mal sagen, schauen wir mal dahin und gucken, was da los ist. Sind jetzt hier mit Asreiter 3. Haben wir ein anderes Schiff hier in der Nähe? Ja, hier sind ja auch noch welche, ne? Die müssen ja auch noch nach vorne. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das erstmal so. Der Traveler hatte eigentlich die größte Reichweite meines Erachtens, ne? Genau, den schicken wir mal hier so hin. Okay, wenn er dann da ist, dann können wir die anderen weiterschicken. So, der Albatros kann jetzt da einspringen. Ah, da gibt es keine Tore wohl. Der soll mal weiter vor. Der Hammer genauso. Mach mal so, passt erstmal schon. Die Lady springt sowieso schon mal dahin. Und die kann dann auch weiter nach da noch springen. Ich glaube, einen haben wir noch. Und dann haben wir Reiter, der befindet sich da. Der kann gleich hier hinspringen. Und ja, der fliegt erstmal bis dahin. Und der Traveler, der ist ja noch da unterwegs. Dann haben wir die schon gesteuert. Das war jetzt Reiter 3. Und der sollte jetzt mal bei der Barriere diese Sachen suchen, oder wie? Aber der hat ja überhaupt nichts zum Finden, ne? Also da sind wir ja drin. Warte mal, das ist... The Craft. Ach, der hat noch eine größere Reichweite. Okay. Ja. Aber so ein C43, vielleicht hat er es drinnen, aber ich sehe das jetzt hier nicht. Das ist das Problem. Ja, weiß ich auch nicht. Spring mal da hin. Und dann fliegen wir mal mit dem. Guck mal, der ist da schon hingesprungen, ey. Aber da ist jetzt nichts. Vielleicht wechseln wir mal da rein, oder? Spring doch mal dahin, mal gucken, was da los ist bei den Xotern. Und ich würde mal jetzt in den Craft wechseln. Mal gucken, ob da was machbar ist in dem Schiff. Aber wir haben überhaupt noch gar kein Intro gesehen, sehe ich gerade. Wir sind schon eine ganze Weile unterwegs. Ich hoffe, ihr habt das alle erkannt, wo wir hin und her gesprungen sind. Aber das gucken wir uns gleich weiter an. Ne? Bis gleich. Ja, leider ein bisschen gespannt mit dem Intro, aber naja, Craft ist das hier, okay. Ein Ziel haben wir da. Und der hat überhaupt keine Bewaffnung hier oder sowas. Und denen fehlen natürlich auch Leute. Gibt es überhaupt was in diesem Sektor? Nichts, gar nichts. Dann springen wir schnell irgendwo hin, wo es sowas gibt. Koordinaten dahin.
Schiff dahin. Ist nur die Frage, ob wir da was finden, ne? Hyperraumantrieb geht an. Sind wir gesprungen, ne? Gucken wir mal, wo wir da rauskommen und was das ist mit der gelben Massesignatur. Kann ja auch das Sprungtor sein, ne? Ist ja in der Nähe der Barriere. Aber eigentlich müssen wir den erstmal aufrüsten, ne? Was ist das? Ein Wurmloch. Und das geht von hier nach da hinten irgendwo, okay. Wird wahrscheinlich nicht so interessant sein. Gibt es hier sonst noch was? Nur das Wurmloch. Auf der anderen Seite wäre es interessant zu wissen, wo es rauskommt, ne? Ich glaube, das war gerade unser Schiff. Okay. Rücktaste zum letzten Reparaturdock. Das geht immer so schnell da weg, dass ich habe jetzt nur eins lesen können. Ja, möchte ich wiederherstellen, das wäre sinnig. Dankeschön. Rücktaste. Geht die noch? Wieso ist der jetzt sofort gecrasht? Ja, möchte ich. Boah, wäre der doof angedockt so. Okay, jetzt schaffe ich es weg. Okay, jetzt hat es geklappt. Aber warte mal, warte. Nicht wegfliegen. Wir brauchen Besatzung. Wo ist jetzt die Station da? Schnell da wieder hin. Der bremst gar nicht, ne, oder? Das ist auch ganz schön weit weg. F zum Andocken. Jetzt haben wir es geschafft. Wo erneuern, das ist das Entscheidende. Ich weiß nicht, was ich da brauche, aber ich nehme erstmal hier Achte mit. Was haben wir denn hier noch so? Piloten, weiß ich jetzt nicht. Werkleute brauche ich jetzt nicht, aber Mechaniker brauche ich bestimmt, nehme auch Achte mit. Und das sind Ingenieure, da brauchen wir mal 4. Und dann nehmen wir noch 25 davon mit. Ach shit, die kann man alle nicht auf einmal anheuern, so ein Shit. Aber zum Glück ist die Auswahl geblieben. Aber reicht noch nicht. Ah, wir müssen vielleicht noch zuteilen. Okay, das könnte natürlich sein, ne? Hier fehlt bestimmt noch irgendwo ein einzelner 100. Ah, Quartiere fehlen, das ist das Entscheidende. Okay. Quartiere fehlen. Ist das ein Würfel? Ja, das ist auch ein Würfel. Steuerung C. Steuerung V. Jetzt haben wir den Würfel. Jetzt haben wir die Quartiere. Wo wollen wir den hinbauen? Hier können wir den noch hinbauen. Das sieht doch gut aus, oder? Jetzt habe ich aus Versehen das Spiel verlassen. Immer, wenn das so ist, dann, wenn ich das drehen will, dann kann ich das drehen und bin dann irgendwann mit der Maus raus.
Das ist kleiner Bug irgendwie. Du kannst ein Schiff nicht. Okay, dann reparieren wir das Schiff natürlich. Ach, da ist schon ein Klotz, okay. Haben wir repariert gerade, wie ihr seht. Ah, da unten gibt es schon. Ah, da gibt es schon Räumlichkeiten. Dann denke ich mal. Jetzt ist das wieder so, dass ich mit der Maus da nicht hinkomme. So, jetzt habe ich es geschafft. So, dann machen wir das nochmal so. Steuerung C, kopieren wir. Steuerung V machen wir kleiner. Und gucken uns das Ganze von oben an, dann ist es nämlich symmetrisch. So, jetzt passt es erstmal. Moral ist niedrig, ist klar. Dein Schiff ist sehr schwach. Okay, das ist auch klar. Ne, Baumodus war schon richtig. Und dann hier Waffen, mal gucken, was wir haben. Anti-Mörser. Das Einzige, was wir hier haben. So fliegt er nach vorne. Hat aber Ausrüstung da, ne? Was hat der Anti-Mörser denn? Trinium. Müssen wir erst einen Trinium-Stein da bauen, damit das drauf geht? Kann das sein? Titanpanzerung. Triebwerke, Quartiere, Frachtraum. Energiecontainer. Generator. Nee, die Panzerung wäre wahrscheinlich das Einzige, was wir jetzt hier sinnigerweise einsetzen könnten. Ne? Und warte mal, hier ist sowas ganz Flaches. Das können wir erstmal kopieren. Steuerung V. Ja, das haben wir jetzt. Und dann nehmen wir die Panzerung. Mach das mal gerade weg. Ich hätte natürlich hier auch das schon setzen können. Naja, egal. Geht es jetzt hier hin? Ja, das war das Problem. Und jetzt ist nur die Frage, nur genug Slots für Schützen. Ja, gut. Das bedeutet, wir müssen hier wieder hin, dahin und gucken, ob wir Platz haben. Haben wir aber nicht. Hier sogar so ein Xotan-Artefakt oder sowas. Nee. Ja, das heißt, wir müssen das Schiff größer bauen. Oder was rausbauen. Können wir hier gerade was rausbauen? Nee, ne? Hier geht das nicht bei diesem Ziel. Ja, jetzt habe ich wieder das Problem, dass meine Maus irgendwo aus dem Bildschirm ist. Und ich das jetzt nicht wieder rausmachen kann, ne? Da ist die Maus jetzt. Zurück zum Spiel. Aber sie ist jetzt irgendwie eingeloggt und ich weiß nicht, wie ich sie loskriege. Das kann ja jetzt nicht sein, oder? Also das Spiel hat jetzt einen Bug, ne? Es ist irgendwie mit meiner Maus nicht konform mehr. Ich weiß nicht warum. Die funktioniert soweit ganz gut, aber ich kann nicht jetzt diesen Stänkermodus wegwerden. Okay, jetzt habe ich einen Text aufgemacht und wenn ich das wegmache, ist das wieder so. Das Spiel fängt an zu backen. Das kann jetzt nicht sein, oder? Und dann ist es schon wieder so. Ne, das ist ja auch richtig eigentlich so. Im Baumodus war das Problem sozusagen. Da habe ich meine Maus. Alles klar, passt schon. Ich habe jetzt gedacht, ich wäre im Baumodus. Blödsinn, ne? So. Ein Schiff in Sektor sonst wo wird angegriffen. Ein Schiff in Sektor wechseln. Ach, schon kaputt. Oh. Das kann ich jetzt nicht anklicken. Ja, das ist schlecht. Albatros ist der. Hammer ist der. Dann fliegst du mal zum Albatros. Die Lady fliegt dahin und dann dahin.
Vielleicht sollte die Lady dann da auch hinfliegen. Der Traveler ist jetzt hier unten. So, der Traveler soll mal da hinfliegen und dann gehen wir aber in den Traveler rein. Den anderen lass jetzt mal hier, da kümmere ich mich jetzt nicht drum. Ich will jetzt noch das wissen, was da Sache ist. Schauen wir mal, was in diesem Sektor zu sehen oder zu sagen gibt oder zu hören. Aber ich weiß nicht, ob uns das in irgendeiner Form hilft, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir jetzt gleich drin in dem Sektor. Dachten wir. Jetzt ist der Traveler nämlich das nicht. Zu Traveler wechseln. Auf ein neues. Jetzt sind wir im Traveler. Und der ist in dem passenden Sektor. Und was gibt's hier? Nix. Gar nix. Hier gibt es kein Schiff zu sehen, nichts, ne? Was gibt's hier? Asteroiden? Ein Schiff sind wir und ein paar Asteroiden und sonst Sektorinformationen, Legende. Okay, die ist auch neu, glaube ich. Und die Kartenoptionen sind auch neu, oder? So, und was können wir jetzt hier machen? Nix. War nix mit den Eremiten, ne? Vielleicht gab es da schon eine Mail, die neuer war? Keine Ahnung. Der Einsiedler. Do. Die Familie. Ja, und dann sind ja diese ganzen Sachen hier, ne? Die mir nichts bringen. Ich glaube, das Thema ist durch. Nee. Das. Zielsektor kann mit einem Sprung erreicht werden, so sieht's aus. Das hier die Barriere. Wo ist denn die Barriere? Ist die das hier? Ne, da ist sie. Dann flieg du mal dahin, 5% und starten. Okay, und dann gehen wir in der Karte weiter und gehen wieder zurück nach hier. Wer war das? Craft? Ne, den wollte ich nicht. Doch, den wollte ich schon. Dann gehen wir zum Craft wieder zurück. Der hat super Reichweite zum Springen, ne? Boss? Ist da ein Boss? Ach, der fliegt jetzt auch dahin, oder was? Nee. In Kraft wechseln, gucken, ob da ein Bus ist. Ne, hier sind nur wir zwei und das war's. Okay. Was ist das? Ist das ein anderer Planet oder was? Aber das kann man nicht anfliegen, ne? Ne, kann man wohl nicht. Gibt es hier irgendwie Satelliten, sowas? Ne, Satelliten sage ich schon, das ist cool, ne? Ach so, wir sind in dem Informationssektor, okay. Wo aber jetzt keiner ist. Da war gerade ein Symbol. Er zieht in 15 Minuten weiter. Da hat doch gerade was geblinkt, oder? Vertue ich mich da jetzt? Hm. Vielleicht vertue ich mich auch. Keine Ahnung. Das hat nichts damit wohl hier zu tun. Den kann man auswählen, ne, oder? Gucken wir mal gerade. Da geht schon interagieren, untersuchen.
148, 114. Ja, das ist hier. Hilft mir also auch nicht weiter, ne? Koordinaten in Navigationscomputer eingeben und dann springen wir dahin. Und gucken, was da ist. Aber das machen wir alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.